Ein deutscher Droschkenkutscher erobert Paris. Die Friedensreise mit Kutsche und Pferd, von Hans Fallada zum Roman aufgeblasen, mit Gustav Knuth im Fernsehen ein Erfolg und als rührende Altmännerballade im Kino mit Heinz Rühmann unvergessen. Die Wahrheit rollt ein bisschen anders übers Kopfsteinpflaster. Gustav Hartmann, damals 68, ist kein Feind des Autos, hat selber eins, tritt aber wegen seiner großen Füße Gas-, Brems- und Kupplungspedal immer zusammen. Und so bleibt er lieber beim Pferdefuhrwerk. Das merke ich, wenn ich auf dem Bocke sitze. Geboren wird Hartmann in Magdeburg und so räumt seine Enkelin Ursula in einem Interview von vor 10 Jahren mit Icke und Dette auf. Er hat auch nicht berlinert. Er hat zwar manchmal so Worte hervorgebracht, aber im Grunde hat er ein normales Hochdeutsch gesprochen. Die Reise von Hartmann ist eine cool geplante PR-Tour. Eisern heißt der Gustav, weil er am Bahnhof Wannsee abends immer bis zum Schluss auf Fahrgäste wartet und morgens wieder der Erste ist. Er begeistert die Zeitung für diese Sause zum Erbfeind, bekommt einen Reporter gestellt und zieht los. Ich merke schon die ganze Zeit, dass hier was im Busche ist. Die Rechnung geht auf. Die Zeitungen schreiben, die Ankunftsdaten in Magdeburg, Hannover, Dortmund und Köln sind vorab bekannt. Teilweise jubeln dem Kutscher Hartmann 200.000 Menschen zu und er begeistert die Fans mit flotten Sprüchen, ruft in Köln "Es lebe der Dom" oder vergleicht in Trier die Porta Nigra mit seinem Haus in Wannsee. Vor mein Haus habe ich damals die Stehne aus Werder geholt. Von Trier geht es die Mosel entlang, dann kurz ins Saargebiet mit einem letzten Halt in Perl. Auch hier nehmen die Kinder im Sonntagsanzug und viele Erwachsene Aufstellung. Der Fotograf hält das Event für die Ewigkeit fest. Hartmann im Zylinder mit Fuchs Wallach Grasmus vor dem Hotel Greiveldinger, das noch heute geöffnet ist. Theodor und Friedrich Greiveldinger, die 6. und 7. Generation, halten das sepia-gelbe Foto in der Gaststube in Ehren, haben aber darüber hinaus keine gesicherten Informationen mehr. Ich weiß nur, dass er hier durch die Gegend gekommen ist und von dem Foto weiß ich selbst nichts, wie wir an das Foto rangekommen sind. Wir wissen nur, dass er hier bei uns vorm Hotel gestanden hat. Ob er hier übernachtet hat, wissen wir auch nicht. Viel Überlieferung haben wir da leider nicht. Ist nichts mehr da von der Zeit. Ist ein Hotel und war früher auch ein Lebensmittelgeschäft. Und es kann auch sein, dass der Eiserne Gustav sich da mit Lebensmitteln eingedeckt hat für seine weitere Reise. Dann geht es 1,5 Kilometer vom Hotel entfernt über die Grenze. Grasmus wird vom Zöllner genau vermessen und alles notiert. Auch davon zeugt ein altes Foto des Berliner Reporters, der ab nun für Hartmann enorm wichtig wird. Denn der Alte kann kein Französisch. Der Zeitungsmann hatte das aber ein paar Jahre in der Schule. Die Ankunft in Paris wird ein Triumph. Von Berlin nach Paris ist weiter als der Weg von der Erde zum Mond. 10 Tage Sause an der Seine. Da dürfte der Rühmann-Film heute noch passende Bilder liefern. Dann geht es zurück. Diesmal nimmt der eiserne Gustav eine andere Strecke. Fährt über Metz an Saarbrücken vorbei Richtung Koblenz. Die Route ist berechnet. Schon damals, vom Start an im April, will er genau am 12. September zurück sein. Seine heute 94-jährige Enkelin Ursula hat noch dunkle Erinnerungen an diesen Massenauflauf. Als Schlusspunkt einer Reise der Völkerverständigung, die den Krieg 11 Jahre später nicht verhindert hat, aber bis heute ein kleiner Lichtschein im Geschichtsbuch ist. Aber als er zurückgekommen ist, da habe ich eben noch die Erinnerung, dass wir zum Brandenburger Tor gefahren sind und dass da unheimlich viele Menschen waren, die auf unser Auto kriechen wollten oder klettern wollten. Und ich hatte irgendwie eine furchtbare Angst, dass wir da nicht weiterkommen. Schönen Gruß an die alten Leute. Sie sollen sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und einen schönen Gruß an die jungen Leute. Sie sollen nicht jeden für einen Esel halten, der graue Haare hat.